Ja, hallo meine Lieben, hier bin ich schon wieder. Stefan vom Kanal China High Heels, Dockings und Dissous. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ja, wir schauen uns heute Strapse an. Ich habe mir Strapse in China bestellt oder auch Hüfthalter. Ich benutze eigentlich das Wort Hüfthalter lieber, also bleibe ich jetzt auch dabei. Ja, die sind im Old Fashioned Style, so im Stil halt der guten alten Zeit, so der 50er Jahre in etwa. Die gibt es da noch nicht so lang, so etwa 3-4 Monate. Ja, und als ich die gesehen habe, ja, habe ich direkt zugeschlagen. War der Preis, der war wirklich anständig und ich dachte, für das Geld, ja, lassen wir uns so ein Teil mal kommen und schauen, wie die Qualität ist. Damit ihr wisst, was wir uns jetzt anschauen, über was ich rede, zeige ich euch das Teil erstmal. Am besten zeige ich euch gleich beide, denn ich habe zwei dort bestellt. Ja, das sind die Teile, 6 Strapsgurte. Und wie ihr seht, ja, der Schnitt ist halt wie in der guten alten Zeit. Da haben wir die Rückenansicht. Schauen wir uns den zweiten an. Das wäre dieser in Schwarz. Auch mit 6 Strapsen. Der hat dann hier vorne eine Schleife und jeweils an den 6 Haltern oben angebracht. Ja, hier auch die Rückenansicht. Ja, wie ihr erkennen könnt, handelt es sich nicht um formende Hüfthalter. Das Material besteht aus Nylon und Spandex, wie ich gesehen habe im Etikett. 85% Nylon und 15% Spandex. Die Farben. Es gibt diese Hüfthalter in Weiß, in Rot und in Schwarz. Dann bekommt ihr diese wie hier halt. Ja, und kommen wir ein bisschen näher ran. Und die gibt es dann noch in Mesh, ja, da gibt es einen roten und einen schwarzen im Mesh. Weiß weiß ich jetzt nicht, erkenne ich jetzt hier nicht direkt, aber ja, müsst ihr halt mal gucken, mal schauen, ob es hier vielleicht auch in Weiß gibt, müsste eigentlich. Ja, kommen wir zu den Größen. 5 verschiedene Größen und ab jetzt bitte genau aufpassen, was ich hier erzähle, ist nämlich ganz wichtig, sonst erlebt ihr eine böse Überraschung, zu der ich dann gleich im Anschluss komme. Ja, wir haben hier S, M, L, XL und XXL. Dazu wird eigentlich bei jedem Verkäufer die gleiche Größentabelle verwendet. Ja, und hier ist Vorsicht geboten. Ich trage normalerweise die Größe L, habe da nie ein Problem großartig mit gehabt, hat immer gepasst und daher habe ich auch hier L bestellt und als er dann angekommen ist bei mir, ja, da war ich doch schon ein bisschen blöd am gucken. Ich zeige euch das mal, einen Moment.
Da ist nämlich dieser bei mir angekommen. Weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ich denke doch, der ist sehr, sehr klein. Ja, und als ich den ausgepackt habe, dachte ich, oh, Strapse für Kinder. Wunderbar. Natürlich direkt gesehen, dass der mir sicherlich nicht passen wird. Am ersten Blick halt. Und ja, war dann halt auch so. Und ich habe dann nochmal in die Tabelle geschaut von dem Verkäufer. Und ja, weil ich halt dachte, dass ich mich da vertan habe. Dem war aber nicht so. Ja, hier ist angegeben unter der Größe L ein Umfang von 66 bis 76 cm. Da wäre ich eigentlich mit hingekommen, wenn die denn stimmen würde, diese Tabelle. Die stimmt aber nicht. Locker ja um 10, 15 cm haben die sich da vertan. Könnte also knicken, geht auf keinen Fall nach diesen Angaben, die sind definitiv falsch. Ja, was könnt ihr machen? Am besten macht das so, wie ich es beim zweiten Mal dann gemacht habe, bei der zweiten Bestellung. Ich habe normalerweise die Größe L, die immer gepasst hat. Dann habe ich einfach dann halt eine Größe größer bestellt, also XL. Ja, die beiden, die ich euch gezeigt habe, die kamen dann halt auch an. Ja, und wunderbar. Passten direkt, passten perfekt. Passt da also auf. Sonst erlebt ihr genauso eine Überraschung wie ich. Und da kommen halt Kinderstrapse zu euch. Ja, so viel dazu. Damit bin ich dann eigentlich fertig oder gibt es da noch was zu sagen? Ja, ich weiß nicht, habe ich erwähnt, ich habe Versandkosten kostenfrei gekauft. Ich glaube, habe ich erwähnt, ja. Ja, dann wären wir mit den Daten hier eigentlich durch und ich würde sagen, wir schauen uns die mal ein bisschen genauer an. Oder fange ich jetzt erst mit den Kleinen an. Ja, ich würde sagen, wir fangen erst mit den Kleinen an. Wenn euch das mal passiert, dass der halt wirklich zu klein ankommt, dann besorgt ihr euch solch ein Teil. Fragt da die Mutti halt mal, wo man sowas bekommt. Ja, das ist eine BH-Erweiterung, auch dreireihig, wie diese Hüfthalter. Und ja, die passen nicht nur auf den BH. Die passen auch wunderbar an solch einen Hüfthalter. Ich befestige den gerade, um euch das mal zu zeigen. Ja, und jetzt hat er in etwa die Größe von XL, die man dort bekommt. Allerdings muss ich sagen, ja, wir schauen uns mal die Rückenseite an. Ja, der Bereich ist einfach jetzt zu groß, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich habe mich nicht von hinten im Spiegel betrachtet. Ich habe ihn Probe getragen und das klappte eigentlich wunderbar, keine Probleme. Weiterhin ist der Straps, der eigentlich hinten so am Po immer hängt. Der ist jetzt eher so seitlich, so neben dem Po. Ist aber nicht so großartig das Problem, wie ich beim Tragen gemerkt habe. Also es funktioniert. So viel dazu. Und ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal einen XL ein bisschen genauer an. Die sind nämlich wirklich sehr gut verarbeitet, muss ich schon sagen. Komme ich mal näher. Ich denke mal, das kann man erkennen, dass die wirklich gut vernäht sind. Ab und zu ist da mal von innen ein kleiner Faden zu sehen, wie hier jetzt zum Beispiel. Da ist ein roter Faden, kleiner, ist aber nicht weiter schlimm. Schauen wir uns mal
einen Verschluss an. Der ist also auch gerade dran genäht. Kann sicherlich mal vorkommen, dass der ein bisschen schräg dran genäht ist. Ja, dann schauen wir uns die Borde an. Alles eigentlich einwandfrei. Ja, hier steht ein bisschen, sehe ich gerade. Ne, hier ist ein kleiner Fehler beim Nähen passiert, ist aber von innen. Ist nicht weiter schlimm. Ansonsten, ja, hier steht ein Faden über, schnell behoben, indem man den abschneidet, auch kein Thema. Ja, und hier habe ich gesehen, da steht etwas Stoff über, ist nicht sauber abgeschnitten worden, aber auch nicht weiter tragisch. Ja, dann kommen wir zu den Gummis. Die haben einen sehr guten Zugpunkt, sind nicht gemustert, sehen hochwertig aus, sind richtig hochwertig, tatsächlich, ja. Habe ich eigentlich so großartig noch nicht drauf geguckt. Ja, dann habt ihr hier den Versteller, der lässt sich einwandfrei bewegen, hoch und runter. Absolut keine Probleme. Und dann habt ihr die Halter aus Metall, wie eigentlich üblich in China. Also die benutzen sehr viel diese Metallklipse. So, jetzt komme ich dann zu einem Problem, worauf ich vorbereitet war. Man sollte sich halt natürlich die Bewertungen von anderen Verkäufern durchlesen, was die da so schreiben. Ist halt meistens in Englisch, ja, kann man aber da übersetzen, ist absolut kein Thema. Ja, und dann ist man halt nicht so überrascht über ja, kleinere Fehler, die da bei diesem Gurt halt vorhanden sind. Und zwar habe ich dort gelesen, dass die Clips sich von den Nylons lösen sollen, selbstständig. Ist nicht so schön, ja. Ich habe trotzdem bestellt und ja, ich habe halt recht viele Clips noch hier zu Hause rumliegen zum Auswechseln. Ich wechsle die ab und zu mal komplett aus, wenn ich mal halt einen Gurt erwische, wo da Plastikklipse dran sind, kommt sofort Metall dran. Halt da nicht viel von Plastik. War also gut darauf vorbereitet. Ja, zum Problem kommen wir jetzt mal. Der Fehler, der liegt hier. Bei diesem Nippel. Und zwar hier in den oberen Bereich. Der ist nämlich einfach zu wabbelig. Hier habe ich die schon gewechselt übrigens. Ja. Der ist wirklich ganz weich, wabbelig, der da drauf ist. Und ja, wenn der halt am Nylon hängt, wenn der Nylon dazwischen hängt, passiert es halt sehr häufig, ja, dass der Clip sich löst, weil wenn da ein bisschen Zug dran ist, dann rutscht der da einfach durch. Ja, ist eine glatte Fehlproduktion von diesen Möppeln, würde ich mal sagen. Da solltet ihr auch aufpassen jetzt, wenn ihr keine besseren von diesen Teilen zu Hause rumliegen habt. Die kann man natürlich auch auf AliExpress bestellen. Ja, da muss man allerdings aufpassen. Wenn ihr da welche bestellt, ja, dann kauft doch hochwertigere. Nicht diese ganz billigen da aus Plastik. Die könnten nämlich die gleichen Dinger dran haben. Das weiß ich jetzt nicht, ich habe die noch nie bestellt. Ich habe öfter schon mal da Clips bestellt, dann aber generell aus Metall.
Ja, so viel dazu. Die müsst ihr also auf jeden Fall wechseln, wenn die ankommen. Das wird euch mit Sicherheit auch passieren und ist unangenehm, wenn man halt Nylons unter der Kleidung trägt. Jetzt speziell bei mir unter der Hose und da löst sich da der eine oder andere Clip. Ja, ist unangenehm. Man fühlt sich unwohl damit. Weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir jedenfalls. Und ja, ist nicht schön. Macht da also anständige dran und behebt sofort das Problem. Ja, so viel dazu. Dann kommen wir zum Tragekomfort. Wie ich am Anfang schon sagte, es ist ja kein formender Hüfthalter, sondern ein recht dünnes Material, was wir hier haben. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. 85% Nylon, 15% Spandex steht innen drin. Ja, und ich war ehrlich gesagt überrascht von den Teilen. Bei Billigstrapsen, Billighüfthaltern, ich weiß nicht, ob ihr da auch Erfahrungen gemacht mit habt. Ja, wenn man die trägt und man setzt sich hin, ja, dann schlagen die vorne gerne mal über. Ja, so in etwa. Das klappt dann über. Je nachdem, wenn man halt ein bisschen Bauch da hängen hat. Ja, beim Mann wird das generell eigentlich so der Fall sein. Auch zum Beispiel Sixpack wäre da auch für verantwortlich. Es klappt halt über. Kommt halt auch auf das Material an, aus welchem der besteht. Ja, habt ihr ja gar nicht. Erstens war der, habe ich ja schon gezeigt, recht schmal gehalten ist. Wenn da was umklappt, dann ist es sowieso sehr wenig. War bei mir aber nicht der Fall. Ich habe jetzt aber großartig keinen Bauch vor mir hängen, muss ich sagen. Ja, davon war ich überrascht. Ja, und allgemein der ganze Tag, man hat gar nicht gemerkt, dass man da so ein Teil eigentlich trägt mit Nylons dran. Die Nylons, die blieben dort, wo sie halt hängen sollen. Der hat wirklich gute Arbeit geleistet. Ich habe nicht nur einen Tag getragen, ich habe ihn öfter getragen und ja, immer dasselbe. Also ich habe mich sehr wohl damit gefühlt, muss ich schon sagen. Ja, so viel dazu. Ich weiß nicht, ich glaube, dann sind wir damit eigentlich auch durch. Ja, vielleicht kann ich noch erwähnen, was dann halt auf dem Etikett steht. Das ist also die Größe 6XL und Made in China. Ja, dann habt ihr da hinten noch aus welchem Material und ich glaube, das ist eine Waschanleitung, das übliche halt. Ja, schönes Teil, wirklich. Mir gefällt der wunderbar, auch der schwarze. Einer ist noch unterwegs, bin ich auch mal gespannt. Das ist dann so einer, der aus Mesh besteht, auch mit 6 Haltern. Mal schauen, was da kommt. Ja, komme ich mal zum Fazit. Für 8,29 € sollte man zugreifen. Ist wirklich ein Witz da. Für solch einen Hüfthalter, den man sonst eigentlich nur in England bekommt und zwar deutlich teurer. Wenn man das jetzt mit der Größe beherzigt, ja, und nicht seinen eigenen Kopf da durchsetzt und seine Größe halt bestellt, die man hat, ja, wenn man da ein bisschen auf mich jetzt gehört hat, dann erlebt man da keine böse Überraschung. Ja, diese Clips ist ganz wichtig. Falls ihr die nicht zu Hause habt, besorgt die euch. Man benötigt halt nur diesen Möppel, ja nicht den ganzen Clip, man braucht nur diesen Möppel auswechseln. Das sollte auch eigentlich kein Thema sein.
Weil ihr seid ja sicherlich nicht dumm, ne? Ja, absolute Kaufempfehlung von mir. Mit kleinen Abstrichen halt wegen des Möppels. Ja, solltet ihr zugreifen und da komme ich jetzt zu. Also wer solche Teile gerne trägt, sollte jetzt auf jeden Fall kaufen. Ja, und ihr solltet mehrere kaufen. Viele sollten kaufen, da ich dann natürlich auch davon profitiere. Wenn da keine Nachfrage ist, dann wird man die dort nicht mehr anbieten. Dann sagt der Hersteller sich, nee, lohnt sich nicht, produziert man nicht mehr. Und wenn halt viele von euch kaufen, dann wird weiter produziert und vielleicht kommt man ja mal auch auf die Idee, dann andere Modelle zu fertigen, dass man da eine größere Auswahl hat. Ich glaube nicht, dass man so an die Auswahl von WattKDD rankommt, die haben wirklich sehr viel. Aber ein paar Modelle mehr wäre gar nicht so verkehrt. So, ich denke, ich habe alles dazu gesagt. Da möchte ich als letztes vielleicht noch kurz darauf hinweisen, dass ich auf der Hauptseite meines Kanals einen Spendenbutton oben rechts habe. Es wäre toll, wenn ihr eine kleine Spende für mich hinterlassen könntet, wenn euch die Videos gefallen, wenn ich euch hilfreiche Tipps gebe zum Kauf da auf AliExpress. Ich und meine Frau, wir können es momentan sehr gut gebrauchen. Sieht wirklich momentan nicht so rosig aus bei uns. Würden uns also da sehr drüber freuen. Ja, das war's dann von mir. Ich muss mal gucken, jetzt wann ich das nächste Video hinbekomme. Kann jetzt ein bisschen länger dauern, weil ja momentan den Laden halt bei uns, bei der halt nicht so gut läuft und da müssen wir mal gucken, wie wir den ein bisschen auf Vordermann kriegen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.